Vielleicht ganz am Anfang, das was wirklich schwierig ist, wenn man die Medien heutzutage verfolgt, ist, dass diese Verbindung von Robotik und künstlicher Intelligenz immer zusammengemischt wird. Also jedes Mal, wenn irgendjemand über künstliche Intelligenz ist, sieht man irgendwelche Roboter. Und häufig diese fiesen Roboter, die wir auch eben gesehen haben, die haben immer rote, leuchtende Augen. Also ich weiß nicht, Hollywood hat da irgendwie das System, das Feld sehr deutlich besetzt. Und das ist ganz, ganz nachhaltig. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass künstliche Intelligenz oder Maschinenlernen vorerst mal ein Software-Thema ist. Das ist weniger ein Hardware-Thema. Es gibt natürlich Ausprägungen, dass man überlegt, wie kann ich einen Roboter intelligenter machen? Wie kann ich einen Roboter so mit Software füttern, dass er die Aktionen, die vorher vielleicht einprogrammiert worden sind und sequenziell ein Programm abarbeiten, so ähnlich wie das ein Roboter macht an der Industrie, in der Industriewerkhalle, der vielleicht ein Auto schweißt oder der ein Flugzeug zusammenbaut oder wiederholbare Arbeitsschritte vollzieht, wie kann ich den mit Intelligenz versehen? Und dann kann, wenn man so möchte, diese Software für künstliche Intelligenz einen Roboter noch intelligenter machen. Aber künstliche Intelligenz ist vorrangig ein Thema, was aus der Softwareentwicklung kommt. Und es ist dafür gedacht, dass die Dinge smarter werden. Und zwar smart jetzt in dem Sinne, dass man herkömmliche Überlegungen, vielleicht so ein bisschen lateral gedacht, so ein bisschen um die Ecke gedacht, anders ausführt. Also ein Beispiel, was ich nennen möchte, ist, wenn man das Fliegen mit künstlicher Intelligenz versehen würde, dann würde man vielleicht vorher versuchen, wie fliegt ein Vogel, der bewegt seine Flügel und der hat einen gewissen Körperbau, der unterstützt, dass die Flügelbewegung auch den Auftrieb unterstützt und dass er tatsächlich fliegen kann. Wie würde man das technisch abbilden? Das, was die Menschheit mit der humanen Intelligenz entwickelt hat, ist dann so ein Flugzeug. Und das sieht anders aus als ein Vogel. Am Anfang haben die frühen Innovatoren vielleicht tatsächlich daran gedacht, man könnte so eine Art Flügel reproduzieren. Aber das Produkt, was am Ende entstanden ist, hat wieder um die Ecke gedacht, eine andere Ausprägung genommen als das, was die Natur vorgegeben hat. Und so sieht man das in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Softwareentwicklung und auch im Bereich des Maschinenlernens werden einige Entwicklungen vorhergenommen, die man am Anfang gar nicht vorhergesehen hat. Also das erlaubt die Software, dass Entscheidungen, dass Annahmen getroffen werden, einfach weil ein Algorithmus in der Lage ist, unglaublich viele Berechnungen gleichzeitig auszuprobieren und wie ein Kind unglaublich viele verschiedene Ansatzbereiche auszuprobieren und dann zu gucken, welche Ergebnisse bekomme ich aus den verschiedenen Trial-and-Error-Verfahren, wie kann ich das in neue Fakten übersetzen und wie kann ich das vielleicht auch in neue Regeln übersetzen, die mir beim nächsten Versuch helfen, die Dinge ein bisschen effizienter zu machen, um irgendwann zur Lösung zu bekommen. Und darüber habe ich schon gesprochen, AI ist nicht Robotics, also es gibt tatsächlich Verbindungen, wo man die Softwareteile der künstlichen Intelligenz mit Robotik verbindet, aber das ist nicht notgedrungen immer der Fall. Und AI, haben wir eben auch schon gesehen, ist auch nicht neu. In den 50er Jahren ist es entwickelt worden, dann hat es so ist wie so eine Badewannenfunktion. Die Aufmerksamkeit war am Anfang relativ groß, dann hat man irgendwann festgestellt, die uns zur Verfügung stehenden technischen Mittel, die wir haben, die Rechenleistung, die Rechenkapazität, reicht noch nicht ganz aus, um die Berechnung tatsächlich durchzuführen. Das hat Ray Kurzweil, mittlerweile Kollege bei Google, furchtbar frustriert, weil er nämlich in dem Tal dieser Badewannenkurve leben musste und irgendwann festgestellt hat, Anfang der 2000er Jahre, jetzt beginnt die Rechenleistung zu steigen. Irgendwann hat er Sergey Brin kennengelernt und die beiden haben sich, da hat die Chemie gleich geklickt und auf einmal hatte Ray Kurzweil mit seinen wunderbaren Ideen Zugang zu Rechenleistung, die vorher gar nicht denkbar war. Und daran forscht er jetzt an verschiedenen Bereichen innerhalb von Google. Wie funktioniert das? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das, was ein normales Computerprogramm macht, ist Schritt für Schritt vorgefertigte Instruktionen auszuführen und zu sagen, wenn dann, wenn dieses, dann das. Und wenn das eintritt, dann geh wieder zurück oder dann mach neue Aufgaben. Aber es ist ein vordefiniertes Programm, dass jemand, ein Programmierer, vordefiniert hat und der Algorithmus diese Sequenz von Instruktionen abarbeitet. Die Machine Learning Methodologie funktioniert anders. Das funktioniert wie ein Kind, das lernt, mit Spielzeugen umzugehen, das lernt, Greifbewegungen zu machen. Man lernt durch verschiedenes Ausprobieren, sammelt die Informationen, die man als Rückkopplung bekommt und versucht dann den nächsten Versuch, um zu gucken, wie kriege ich den nächsten Versuch, die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, korrigiert, um beim nächsten Mal erfolgreicher zu sein. Also ein hochgradiger
hochgradige Prozess des Lernens. Und da gibt es im Wesentlichen drei große Bereiche, über die auch wieder ganz viel geredet wird. Und in den letzten 2-3 Minuten würde ich Ihnen gerne erläutern, was diese großen Bereiche sind. Der erste Bereich ist das, was ich Supervised Learning nennt, also das überwachte Lernen. Und die Methode, die dahinter steckt, lieber Algorithmus, hier ist eine Menge von Daten. Diese Daten sind schon sortiert nach einem gewissen Kriterium. Und hier haben wir einen neuen Satz von Daten. Und jetzt versuch mal, lieber Algorithmus, diesen unsortierten Datenhaufen zu sortieren. Das Ergebnis des sortierten Datums hast du hier auf der linken Seite. Versuch mal mit verschiedenen Iterationen, den unsortierten Haufen in einen sortierten Haufen, nämlich den ich dir auch vorgebe als Algorithmus, zu übersetzen und zu sortieren. Und der Mechanismus, der Algorithmus hat dann verschiedene Methoden, um auszuprobieren, wie komme ich jetzt von meinem unsortierten Haufen zu dem sortierten Haufen, der mir als Vorgabe gegeben worden. Das ist der erste Bereich, Supervised Learning. Der zweite ist Reinforcement Learning. Das funktioniert ein kleines bisschen anders. Da sagt man, hier habe ich einen Haufen von Daten und ein Ziel. Das Ziel könnte zum Beispiel sein, sortiere diese 5 Millionen Informationen alphabetisch. Und jetzt muss der Algorithmus, ohne dass ein Programmierer ihm vorgegeben hat, wie sortiere ich denn einen Haufen Daten alphabetisch, herausfinden über verschiedenes Lernen, über verschiedene Mechanismen, die immer wieder korrigiert werden, wie kann ich jetzt diesen vorgegebenen, unsortierten Haufen mit dem Ziel, es muss sortiert werden, sortieren. Eine weitere Aufgabe könnte auch eine Hardware sein. Es gibt einer unserer Mitarbeiter hat in einem Freizeitprojekt einen kleinen Mechanismus entwickelt, der wie eine Schiene aussieht, also zwei Holzschienen. Und auf dieser Holzschiene ist ein bewegliches Gelenk und dieses Gelenk enthält einen Bleistift. Also dieser Bleistift ist frei drehbar auf dieser Achse und jetzt ist dieser Bleistift auf den Schienen bewegbar mit einem kleinen Schrittmotor. Das Ziel des Algorithmus war, dass der Bleistift balanciert werden soll. Das heißt, der Schrittmotor kann sich in beliebigen Schritt nach links und rechts bewegen, sodass der Bleistift irgendwann nach oben kommt und balanciert werden kann. Am Anfang weiß der Algorithmus gar nicht. Das ist ein perfektes Beispiel für den Bereich Reinforcement Learning. Am Anfang hängt der Bleistift runter, weil das Gelenk frei drehbar ist. Und jetzt muss der Algorithmus erstmal herausfinden, dass das Ding rumschleudert. Und irgendwann stellt er fest, Mensch, oben ist mein Ziel erreicht. Der Bleistift ist oben. Wie muss ich jetzt den Schlitten bewegen, um den Bleistift tatsächlich balancieren zu können? Und natürlich braucht ein solcher Algorithmus viele, viele Schritte, um das herauszufinden, hat nur wenige Dateneingabepunkte, nämlich wann ist der Bleistift oben, wann ist er balanciert, wie ist die Position der verschiedenen Schlittenpositionen, der Schrittmotoren und kommt irgendwann zum Ergebnis. Und das kann man auf komplexere Anwendungen anwenden, wie zum Beispiel das Lösen eines Computerspiels. Unsere Kollegen von DeepMind haben versucht, Standard-Computerspiele wie Pac-Man oder Tetris, so ganz einfache Computerspiele zu lösen, indem die Bildschirmausgabe eines solchen Computerspiels einem Algorithmus vorgegeben wurde und verschiedene Steuereingaben möglich waren, nämlich die digitalen Eingaben eines Joysticks oder eines Schussknopfes. Und der Algorithmus musste jetzt über verschiedene Lernmodelle versuchen, dieses Spiel zu lösen. Auch das hat eine Weile gedauert und irgendwann waren diese Algorithmen natürlich viel besser als die besten Computerspiele, weil die Reaktionszeit natürlich besser gedacht ist. Der dritte Bereich, vielleicht am spannendsten, gerade für Bereiche wie die Medizin, ist das Unsupervised Learning, also dort, wo man sagt, hier, lieber Algorithmus, ist eine Menge an Daten, go play. Versuch mal, Muster zu erkennen, versuch mal, Dinge heraus zu extrahieren, versuch mal, Insight aus diesem großen Stapel Daten zu bekommen. Das sind so die wichtigsten Bereiche im Bereich künstliches Lernen. Und ich kann nachher noch ein paar Beispiele zeigen, wie das bei Google an einigen Produkten in der Praxis aussieht. Danke. Das ist also für die kleine Einführung schon mal. Wollen Sie noch mal kurz runterkommen? Also meine erste große Erkenntnis war jetzt schon gerade, okay, es gibt künstliche Intelligenz und es gibt Maschinenlernen und das ist offenbar nicht dasselbe. So. Also Maschinenlernen ist ein Teil des großen Forschungsbereichs der künstlichen Intelligenz. Jetzt kann man, so wie bei der realen Intelligenz, hat Intelligenz auch viele Ausprägungen. Ein Teil der Intelligenzausprägung ist das Lernen und so ist es im künstlichen Bereich natürlich auch. Das versucht abzubilden, was man im menschlichen Gehirn auch durchführen kann. Genau.
Können Sie sagen, ob eine bestimmte Art dieses Lernens, diese drei Arten Maschinenlernen, besonders erfolgreich ist und besonders gute Ergebnisse zeigt? Oder je nachdem, welche Aufgabe man stellt, kommt was anderes dabei raus? Ich glaube, man kann das so einfach nicht sagen, weil es ganz viele Anwendungsbereiche gibt. Es gibt so viele verschiedene Anwendungsbereiche. Es gibt sicherlich Beispiele, bei denen Unsupervised Learning wunderbar funktioniert. Unsupervised Learning ist aber gerade, wenn man sich neue komplexe Sachverhalte anschaut, einer der Bereiche, wo man mit den impactvollsten Ergebnissen rechnen kann, wenn tatsächlich Mechanismen erkannt werden, wenn Muster erkannt werden, wenn Zusammenhänge erkannt werden, die man einzig und allein aufgrund der hohen Rechenleistung mit menschlicher Kapazität nicht mehr leisten kann. Und ich glaube, da entstehen dann unglaubliche Chancen, auch vielleicht im Diagnostikbereich oder im Therapiebereich, gerade wenn man sich anschaut, was viele akademische Institutionen gerade überlegen, wie man Genomdatenbanken analysieren kann, um Muster zu erkennen, wann Krankheiten ausbrechen, in welchem Zusammenhang die stehen mit bestimmten Genveränderungen. Also da sind unglaubliche Potenziale für die Medizin. Mhm. Apropos Potenziale, es gibt auch die Möglichkeit, das Potenzial hier mitzumachen. Camilla Graupner steht hier mit einem Mikrofon. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, einfach kurz rüber gucken, sie kommt zu Ihnen. Und dann können wir die Frage an den Redner weitergeben. Wenn wir das nicht machen, das ist nämlich Supervised Learning für mich, dass ich hier stehe und alle Fragen, die ich so habe, loswerden kann. Wir können das gerne erweitern auf uns alle. Wie intelligent sind die Maschinen, ist ja die Frage dieses ersten Teils. Was ist Ihre Antwort? Ich glaube, wir sind wirklich ganz am Anfang. Diese ersten Gehversuche, die Unternehmen wie wir, Unternehmen wie Amazon, Apple und viele andere Unternehmen durchgeführt haben, sind, glaube ich, ganz am Anfang. Da ist, glaube ich, noch viel Holz zu hacken, viel Potenzial, glaube ich, auch für die Wirtschaft. Man erkennt schon heute, dass es viele Unternehmen gibt, die von einem klassischen Industrieunternehmen hin zu einem Big-Data-Unternehmen werden. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist John Deere, ein Traktorenhersteller aus den Staaten, der in den letzten Jahren begonnen hat, eine Art Datenbank aufzubauen und die Landmaschinen mit Sensoren auszustatten, die es dann erlauben, Vorhersagemodelle zu füttern mit Sensorendaten, die es John Deere erlauben, dem Landwirt zu sagen, wir glauben, dass dein Traktor in 2 Tagen ausfällt, weil der Getriebeölstand niedrig ist und weil die Motortemperatur immer über einen bestimmten Schwellwert hochsteigt. Wir haben schon mal vorausschauend einen Mechaniker gebucht, der am Samstag vorbeikommt und der in der normalen Downtime des Traktors den Traktor kurz repariert, das Getriebeöl auffüllt und vielleicht noch ein paar Filter austauscht, sodass die echte Downside des Farmers deutlich verringert wird. Und auf einmal ist so ein traditioneller Hersteller von Maschinen zum Big Data Player geworden. Die gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wir haben so viel gelernt in diesem Prozess, wir haben so viel Software entwickelt in diesem Prozess, dass wir jetzt überlegen, diese Datenbank und die Struktur der Datenbank als White-Label-Lösung an weitere Industriepartner anbieten, die vielleicht ähnliche Probleme haben, nämlich vom reaktiven Maintenance, vom Service-Modell zu einem prädiktiven Modell zu kommen. Und dieser Shift von reaktiv zu prädiktiv, den sehen wir in vielen unserer Produkte und den sieht man auch in Produkten wie Echo, die vielleicht überlegen, lieber Nutzer, ich weiß, also so wie es mir heute passiert ist, lieber Nutzer, ich weiß, dass du mir Zugriff gegeben hast oder dass ich einem Stück Software Zugriff gegeben habe auf meine E-Mail und auf meinen Kalender. Und jetzt kann aus der E-Mail automatisch extrahiert werden. Ich habe heute Nachmittag einen Flug von Berlin nach Stuttgart und ich bin gerade in Berlin, weil das Telefon weiß, wo ich gerade bin. Und dann kann, weil der Verkehr gemessen wird, weil der Echtzeitverkehr als Daten vorhanden sind, kann antizipiert werden, dass ich jetzt vielleicht 20 Minuten vorher losfahren muss, weil der Verkehr gerade eng und voll ist. Also schickt mir Google Now, das ist einer unserer Dienste, automatisch eine Benachrichtigung auf mein Telefon und sagt, lieber Nutzer, fahr mal 20 Minuten früher los, weil der Verkehr so dicht ist. Und wenn man dieses Modell beschreibt, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann klingt das nach einem tollen Service. Wenn man das Modell beschreibt mit Google oder andere Firmen, überlegen, Suchen zu beantworten, bevor sie überhaupt gestellt haben, dann klingt das so nach den roten Augen, die wir gesehen haben. Und ich glaube, man muss genau diesen Wert, den muss man immer verstehen, dass der Nutzer natürlich in der Lage sein muss, solche Dienste zu aktivieren oder auch immer abzuschalten und dass der Nutzer auch Kontrolle hat darüber, was mit seinen Daten überhaupt passiert. Wir haben 2 Fragen. Herr Gottberg. Sie haben wirklich nachvollziehbar dargestellt, dass der Computer oder
der Roboter, wahrscheinlich eher der Computer, in der Lage ist, Daten extrem genau zu analysieren, daraus dann auch als Eigenleistung gewisse Konsequenzen zu ziehen. Sie haben auf der anderen Seite aber auch gesagt, dass es letztlich darum geht, sowas wie das Gehirn abzubilden. Also quasi, wenn man so will, mehr zu machen als bestimmte Leistungen von Datenauswertung, sondern im Grunde ein Gehirn abzubilden. Und Gehirn kann ja eben noch alles Mögliche mehr. Also im Hinblick auf die Datenanalyse, glaube ich, sind wir schon ziemlich weit. Und das wird sicherlich noch weiter gehen, wenn Rechner schneller werden, wenn wir mehr Experimente haben, wenn wir beobachten, was Maschinen können und das dann optimieren, das wird weitergehen. Aber wenn man das Gehirn abbilden will, dann haben wir ja zum Beispiel so Dinge wie Bewusstsein und Unbewusstes. Ja? Da haben wir sowas wie Emotionen. Ja? Da haben wir etwas wie Spiegelneuronen. Genau. Ja? Da haben wir etwas, wo wir andere Leute sehen und uns vorstellen können und fühlen können, was die gerade erleben. Wo die sind. Wir können beispielsweise Gesichter erkennen. Ja? Also wir können ja Millionen von Dingen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie können. Ja? Wenn ich ein Gesicht sehe und jemand lacht, da kann ich das als Japaner und als Eskimo genauso interpretieren und so weiter. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel umfängliche Dinge, die gar nicht so sehr mit Intelligenz zu tun haben, sondern zum Beispiel mit so Dingen wie Interpretation. Das kann zum Teil ein Computer vielleicht noch. Aber das Problem ist, wir müssen ja bewerten. Ja, wir müssen bewerten. Deshalb kann ich mir so vorstellen, dass der Computer, wie Marshall McLuhan gesagt hat, jetzt etwas noch weiter gedacht. Es ist sozusagen eine Extension menschlicher Kapazitäten, also des Gehirns, dessen, was wir physisch können. Aber ob ein Computer tatsächlich uns gefährlich werden kann, es sei denn, wir programmieren ihn so, da habe ich so meine Zweifel. Da hätte ich auch meine Zweifel. Und deswegen sage ich auch, wir sind in einer ganz frühen Spielminute in diesem Spiel. Also wir sind jetzt in der Lage, also wir, damit meine ich jeden, der sich mit diesem Forschungsgebiet auseinandersetzt, wir sind in einer ganz frühen Spielminute, weil gerade diese hochkomplexen Themen wie Emotionen, wie Abwägung, die sind ganz schwer abbildbar, weil wir selber noch nicht ganz verstanden haben, wie funktioniert das eigentlich im menschlichen Gehirn. Also ich glaube auch diese Aufgabe, das Hirn zu übertrumpfen, ist wahrscheinlich auch die falsche Aufgabe, die man sich stellt. Die Aufgabe, die wir uns stellen, ist zu versuchen, mit Hilfe solcher Technologien Produkte zu schaffen, die hoffentlich Millionen von Menschen helfen und das Leben ein bisschen leichter machen. Und wir haben weniger das Ziel, jetzt das Gehirn neu zu erfinden. Und genauso wie Sie sagen, hat man heute schon mit der zur Verfügung stehenden Technologie wahrscheinlich viele Aspekte eines normalen Hirnes auch schon heute übertrumpft. Speicherkapazität, Verarbeitungsgeschwindigkeit. Da hat man an einigen Stellen, in ganz speziellen Bereichen, hat man heute schon Technologien geschaffen, die das Hirn bei weitem übertreffen. Und wenn Sie heute mal in eine typische Kneipe gehen, vielleicht gucken die Leute ein Fußballspiel und man fängt an, darüber zu reden, Mensch, wie war das eigentlich 1986 oder 1992 in der EM? Es gibt keine Streitgespräche mehr, weil irgendwann der Erste auf die Idee kommt, ins Internet zu gehen und das Ergebnis nachzusuchen. Also, Google verhindert Dissens. Aha. Ja, genau. Genau, da könnte man vortrefflich drüber diskutieren. Ich persönlich nenne das immer die Klugscheißer suchen. Ne? Also wenn man gar nicht mehr bereit ist, sich vernünftig zu streiten und seine Argumente beizubringen, sucht man schnell nach der richtigen Wikipedia-Seite. Aber in dem Fall hat vielleicht das Internet, nicht Google, sondern das Internet schon dazu beigetragen, dass dieses unglaubliche Wissen, was heute verfügbar ist und was heute durchsuchbar ist, schon heute eine Ergänzung des normalen Wissens, das ich in meinem Hirn speichere, darstellt. Und das ist beim Taschenrechner der Fall, das ist beim normalen Computer, beim Textverarbeitungsprogramm der Fall, bei der Bildbearbeitung und so weiter. Und es gibt sicherlich eine ganze Menge Reihe neuer Produkte, die auch in diese Region fallen. Also Herr Bartlings Antwort da auf diese Frage, wie Intelligenz der Maschinen wäre gewesen, die sind intelligent, aber nicht so sehr wie der Mensch, weil sie eben genau diese Dinge können, die Sie genannt haben. Empathie, Einfühlungsvermögen, also viele Dinge, die wir automatisch können. Also er meint, es gibt Grenzen der Leistungsfähigkeit und auch der Machbarkeit, was das angeht. Oder ob es später so sein wird. Das war ja auch in dem Trailer so, ne, zwei verschiedene Positionen dargestellt, ist nah dran, beziehungsweise nein, das wird eben nicht kommen. Was ich auch ganz spannend finde, ist, bei vielen technischen Weiterentwicklungen hat die Menschheit erstmal aufgeschrien und gesagt, ach du liebes Bisschen, das wird das Ende der Menschheit bedeuten. Also als der Buchdruck erfunden wurde, haben viele Gelehrte genauso laut
oh mein Gott geschrien, wie man das heute merkt, wenn solche Systeme wie AlphaGo einen menschlichen Spieler besiegen und das Gefühl bekommt, oh mein Gott, wo kann das alles hinführen? Als die ersten Automobile über 100 Stundenkilometer fahren konnten, haben viele Wissenschaftler in durchaus nachvollziehbaren Studien belegen wollen, dass 100 Stundenkilometer für den menschlichen Körper eine absolut unerträgliche Geschwindigkeit sei und dass das auch das Ende der Menschheit darstellen würde. Die industrielle Revolution Anfang des vorletzten Jahrhunderts hat ähnliche Ängste hervorgerufen wie das, was man heute bekommt, wenn man in die Zeitung schaut und sagt, die Zukunft der Arbeit, was hat eigentlich die weitergehende Technologisierung von Informationswissenschaften für den Arbeitsmarkt für Auswirkungen. Also werden alle niedrig qualifizierten Jobs durch irgendeine geartete Form von Maschine ersetzt werden? Und was hat das für Auswirkungen für die Gesellschaft? Alles wichtige Fragen. Ich glaube aber, dass bei jeder technologischen Entwicklung in der Vergangenheit, hoffen wir, dass es jetzt auch weiterhin so der Fall sein wird, bei jeder technologischen Entwicklung in der Vergangenheit hat sich die Menschheit erstmal daran gewöhnen müssen und hat sicherlich auch die Vorteile dann überwiegen lernen gelernt. Frau Kroll, lernen gelernt, das war jetzt perfekte Eröffnung sozusagen. Jutta Kroll vom Zentrum für Kinderschutz im Internet. Sie haben vorhin gesagt, Maschinenlernen ist sozusagen ein Teilbereich aus der Forschung zur künstlichen Intelligenz. Und das würde ich gerne noch ein bisschen näher verstehen, wie viel von diesem Lernen ist dem menschlichen Lernen zu vergleichen, wo wir ja im Grunde genommen, wenn wir etwas lernen, müssen wir uns das erschließen, verstehen und dann ist auch ein Teil üben oder trainieren letzten Endes dabei. Sind diese Teile bei der Maschine genauso verteilt oder wie viel Training braucht die Maschine, bis sie dann überhaupt in diesen Bereich kommt? Das ist für die verschiedenen Bereiche auch wieder durchaus unterschiedlich. Vielleicht hilft Ihnen zu verstehen, was der bisherige Go-Weltmeister in diesem Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, zu den Bewegungen unserer DeepMind-Maschine gesagt hat. Er hat gesagt, die Züge, die diese Maschine vollzogen hat, waren absolut ungewöhnlich. Die waren unglaublich risikoreich. Zum Teil. Also es waren Züge, die er normalerweise als Großmeister nie gemacht hätte und die ihn vielleicht auch in seinem Spielfluss verwirrt haben. Und ich glaube, gerade darin, in diesen ungewöhnlichen Herangehensweise, die ein Maschinenlernmodell durchführen kann, liegt vielleicht auch ein Stückchen weit der Vorteil, dass man Dinge anders ausprobiert als ein Mensch, das vielleicht durch Instruktion, durch Modellbeschreibung lernt. Also wenn ich ein Kind an ein Tetris-Spiel heransetze, gerade in der heutigen Zeit, da brauche ich keine große Instruktion, die fangen einfach an und lernen intuitiv. Dieses Thema Intuition brauche ich einer Maschine vielleicht nicht einzubauen und ich muss auch die Instruktionen nicht geben, sondern die Maschine kann mit Hilfe des Modells, einfach weil ich beschreibe, hier ist ein Datensatz, hier ist eine Grundsituation, hier sind die Stellgrößen, hier sind die Regelgrößen, die verändert werden kann. Hier sind die Eingabemöglichkeiten und hier sind die Sensoren oder die Ergebnisse, die man bekommen kann. Versuch mal verschiedene Ansätze. Und genau dadurch entstehen dann in dem Lernen dieses Algorithmus, dieses Automaten, andere Lernmuster, als man das von einem Menschen gewohnt ist. Und das ist vielleicht auch gerade die Stärke eines solchen Algorithmus, dass es sich eben nicht nach einer Vorgabe entlanghangelt, die deskriptiv in das System hereingegeben worden ist, sondern ganz frei die Dinge für sich selber herausfinden können. Und übrigens schlägt dieses Maschinenlernen auch wieder zurück auf den Menschen. Es gibt nicht so ein paar, wenn sie ein bisschen googeln, nein, in eine Suchmaschine etwas eingeben, haben zum Beispiel die Go-Spieler nach diesem Gewinn gesagt, okay, wir müssen komplett diese Eröffnungstheorie überdenken. Wir können dieses Spiel irgendwie ganz anders aufbauen. Das heißt, dass auch das, was da gezeigt wird, gespiegelt wird, den Menschen dazu führen könnte, wenn es gut läuft, dass man neue Ansätze findet und Sachen anders denkt, als es vorher üblich war. Also das hat auch ein Lernen bei Menschen und bei diesen Go-Spielern ausgelöst, offenbar. Fragen haben wir noch, jede Menge, super. Wir gucken mal hier rüber. Ja, guten Tag. KI, sicherlich gibt es da viele Sachen, die wirklich toll sind. Die Frage ist ja auch nicht, ob die KI gut oder schlecht ist, sondern wer kontrolliert sie? Baut man damit dann Waffen? Und Sie sind Vertreter von Google. Ich frage mich manchmal, ich benutze Google nicht mehr, aber was man so eingeht in die Suchmaschinen. Die Frage nach dem, wer kontrolliert den Algorithmus? Wissen wir überhaupt noch, was wir da tun? Kriegen wir die richtigen Angaben? Können wir uns überhaupt noch informieren? Können wir überhaupt noch medienkompetent handeln?
wenn wir nicht wissen, wonach dieser Algorithmus entscheidet. Mhm. Super Sache. Katharina Zweig, das ist die Dame in Blond da drüben, sitzt nachher mit uns auf dem Podium. Sie ist Algorithmendesignerin, sie hat gerade eine Plattform gegründet, Algorithm Watch, diesen Monat online gegangen. Mhm. Und das ist genau ihr Thema, da reden wir gerne noch drüber. Mhm. Wer kontrolliert den Algorithmus? Wir können jetzt natürlich nur für unsere Algorithmen sprechen. Also der Algorithmus, den Sie wahrscheinlich auch ansprechen, ist zum Beispiel der Hauptalgorithmus, der unsere Suchergebnisse bewertet, der das Ranking festlegt, welches Ergebnis ist eigentlich das Bestpassende, wenn ich nach einem bestimmten Stichwort suche. Und dieser Algorithmus ist, auch das wissen vielleicht viele nicht, in weiten Teilen tatsächlich schon offengelegt. Also er ist Bestandteil einer Diplomarbeit, die ganz offen im Internet verfügbar ist. Natürlich hat sich diese Diplomarbeit von Sergey Brin dramatisch weiterentwickelt. Aber auch die Weiterentwicklungen sind zum weiten Teil offengelegt. Wir berichten darüber jede Woche in YouTube-Kanälen, in Blogs, in Webseiten, die Webmastern auf der ganzen Welt erklären, welches die Ranking-Kriterien sind, die bestimmen, dass ob eine Website gut rankt oder nicht gut rankt. Wir haben, und das ist vorhin auch schon angesprochen worden, natürlich ein ureigenes Interesse daran, dass die Suchergebnisse unseren Nutzern so objektiv wie möglich und so relevant wie möglich für den einzelnen Nutzer zurückgegeben werden. Wenn wir das Gefühl vermitteln würden, dass wir, das, was wir Biased Search nennen, dass wir Ergebnisse zurückgeben, die eben nicht objektiv sind, weil irgendein Werbekunde uns sagt, Mensch, wenn jemand nach Fleischwurst sucht, bitte mein neues Deo bewerben. Wenn wir das machen würden, würde das relativ schnell sichtbar werden. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die viele Augen auf unsere Suchergebnisse haben. Wir haben ein ureigenes Interesse daran, eben die bestpassenden, relevantesten Ergebnisse nach vorne zu bringen. Und deswegen arbeiten auch Tausende von Ingenieuren genau daran, jeden Tag den Algorithmus ein Stückchen weit zu verbessern. Aber das ist wie so ein Mobile. Also wenn Sie sagen, ich möchte die Suchqualität, der Algorithmus ist ein Ergebnis einer intellektuellen Leistung von vielen Tausenden von Ingenieuren, da muss man intellektuelle Abwägungen machen, ob jetzt links oder rechts besser ist. Immer mit dem Ziel, die Qualität der Suchergebnisse für die Gesamtheit aller Nutzer ein Stückchen weit besser zu machen. Aber das ist wie ein Mobile. Also wenn Sie sagen, ich verbessere an einem ganz verschiedenen Kriterium, einem ganz definierten Kriterium eine Eigenschaft, die allen Nutzern es erlaubt, 2% bessere Ergebnisse zu bekommen, dann gibt es sicherlich natürlich Fälle, wo Sie sagen, diese Änderung am Suchalgorithmus führt bei einem dazu, dass er viel besser rankt und bei einem anderen führt sie dazu, dass er viel schlechter rankt. Jetzt fragen Sie die beiden Leute, wie finden Sie die Änderung des Algorithmus? Dann sagt der eine, furchtbar, Google manipuliert die Suchergebnisse, Google benachteiligt mich und dafür gibt es wunderbare Beispiele. Jetzt fragen wir mal Frau Zweig, was sie dazu sagt. Die steht nämlich schon hier in der Ecke. Ganz genau, schönen guten Tag, Herr Redmer, Katharina Zweig. Wie gesagt, wir haben gerade deswegen eine Initiative gegründet und das ist gar nicht so einfach mit der Transparenz, denn tatsächlich ist Google sehr transparent, kann aber auch gar nicht mehr sehr viel transparenter werden, ohne dass Leute das ausnutzen. Das heißt, ihre Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit hat definitiv seine Grenzen. Trotzdem würden wir als Bürger vielleicht doch gerne wissen, was da passiert. Denn auch gerade bei Google, Nick Diakopoulos ist auch jemand, der sie sehr genau beobachtet, hat herausgefunden, bei den liberalen Präsidentschaftskandidaten in den USA gibt es durchschnittlich 7 positive Blog oder Beiträge im Internet unter den ersten 10 Suchergebnisse und bei den Konservativen nur 5,9. So, und das ist ein ganz, ganz komplexes Phänomen. Da kann man Bias vermuten. Ich vermute das nicht. Es ist wahrscheinlich so, dass sie die besseren Suchmaschinenoptimierer haben, dass die auch insgesamt ein bisschen more apt sind in den Social Media. Aber definitiv ist das, glaube ich, etwas, worüber wir heute Nachmittag noch ein bisschen reden sollten, denn da brauchen wir vielleicht trotzdem noch eine unabhängige Prüfinstitution. So viel nur als Teaser für nachher. Also wir merken uns schon mal, offenlegen ist wichtig, unabhängige Prüfsituation. Okay. Ja, meine Frage geht vielleicht in eine ähnliche Richtung und zwar im Einführungsfilm und auch in Ihren bisherigen Ausführungen kam ja auch deutlich, dass Vertrauen ja eine wichtige Ressource und eine richtige Basis ist, halt, damit sich künstliche Intelligenz durchsetzen kann. Meine Frage wäre, gibt es jetzt aus Ihrer Sicht da schon Erfahrungen, ob es so Schwellgrenzen gibt, ab wann man Misstrauen einsetzt? Sie hatten ja gerade da auch noch das Go-Beispiel genannt, dass der Großmeister retrospektiv gesagt hat, ja, sein erster Eindruck, der ist ja ganz schön riskant, dieser Zug. Aber er hat nicht gegengesteuert. Also, was würde passieren? Also
dann in seiner Einschätzung, oder wir würden jetzt also einen Prozess, die künstliche Intelligenz soll lebenserhaltende Maßnahmen, um mal so ein Extrembeispiel zu nehmen, darüber entscheiden. Gibt es denn irgendwelche Schwellgrenzen der menschlichen Intelligenz, die dann wiederum eingreifen würden und sagen, uns erscheint das jetzt in der Analyse zu wirklich zu riskant, was die Maschine dafür tun wird, und lassen eigentlich blocken die künstliche Intelligenz. Das Gute an allen hochregulierten Industrien wie der Medizintechnik ist ja, dass sie hochreguliert sind und dass man sich sehr wohl überlegt, welche Art von automatisierten Entscheidungen und Entwicklungen man zulässt. Also der Weg von diesem frühen Prototypen Technikspinner Projekt wie AlphaGo, also meine Kollegen werden es mir nachsehen. Das ist ein ganz frühes Projekt, wo wir versuchen, mit viel Technologie experimentell eine Aufgabe zu erledigen. Und das hat in diesem Fall funktioniert, weil das Ergebnis, wenn man das so definieren will, das Ergebnis besser war, also das war das Ergebnis tatsächlich ein Meilenstein in der künstlichen Intelligenz, dass eine solche komplexe Aufgabe besser erledigt wurde als jemand, der menschlich als hochgradiger Experte gilt. Das aber zu vergleichen mit einer Software, die wichtige Entscheidung treffen muss. Da sind noch viel Interaktionsschritte und Verbesserungsschritte notwendig, zum Glück. Ich glaube auch, dass man gerade, vorhin wurde das auch kurz angesprochen, dass man gerade, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen, mit der künstlichen Intelligenz noch ein gutes Stückchen weiter experimentieren muss, um auch die Parameter zu definieren, die dann in solchen Entscheidungsmomenten die richtigen Entscheidungen fällen. Also dass ein Medizintechnik-Algorithmus, egal in welchem Bereich, nicht in der Lage sein sollte, risikoreiche Entscheidungen zu fällen, einfach um es mal auszuprobieren, weil es so schön ist, ist auch klar. Aber da wird man andere Parameter vielleicht auch in den Anfangsmechanismen und in der Definition der Parameter eingeben, um genau das besser zu steuern. Und dass da noch viel mehr Testing notwendig ist, ist, glaube ich, auch klar. Wir haben, glaube ich, hier noch, hatten Sie sich auch gemeldet? Nee, dann der Herr hinten dran und der Herr hier neben dran. Fangen Sie einfach hier an. Ich weiß leider nicht mehr, wer zuerst war. Was anschalten? Hallo? Stefan Schermeck von USEPROC, ein Jugendschutzfilter, der eben auch ein bisschen künstlich intelligent einsetzt, wenn es darum geht, Webseiten automatisch zu bewerten nach Alterskriterien. Meine Frage ist aber eine andere in all diesen Filmen, wenn es um KI geht. Ist ja immer so dieses, die Maschine verselbstständigt sich und entwickelt irgendeine Form von Emotionalität und meistens auch irgendein Ziel, will dann doch die Weltherrschaft oder irgendwas Ähnliches. Dass wir so weit nicht sind, ist klar, dass wir vielleicht da nie hinkommen, ist mir zumindest einigermaßen klar. Die Frage ist, ob es irgendwelche Ansätze gibt in diese Richtung, wo man sagt, Mensch, Maschinen werden doch, also entwickeln doch irgendwas Emotionales. Weil wenn wir jetzt an das Go-Beispiel denken, wahrscheinlich war die Maschine deshalb so risikoreich, weil die nicht rot werden kann, wenn sie verliert. Und der Großmeister vielleicht sagt, oh Mist, wenn ich den Zug mache und schon beim vierten Zug fliege ich raus, mache ich ihn lieber nicht. Obwohl der vielleicht fürs Gesamtspiel eigentlich ein ziemlich schlauer gewesen wäre. Also können Maschinen sich schämen zum Beispiel? Können Maschinen sich schämen, wäre das sozusagen runtergebrochen. Aber gibt es irgendwelche Ansätze, und seien sie noch so klein, an diesen frühen Spielminuten, die in diese Richtung gehen? Ja. Wir sammeln noch mal eine zweite Frage ein. Bitte schön. Meine Frage wäre nur gewesen, ob es den Fall gab, dass AlphaGo gegen AlphaGo gespielt hat und das Spiel dann von einem Menschen analysiert wurde. Also der dritte Teil der Frage, den kenne ich nicht, aber AlphaGo ist mit AlphaGo trainiert worden. Also das System hat versucht, sich selber gegen sich selber zu spielen und hat daraufhin auch seine Spielstrategie oder die Versuche der Spielstrategie optimiert. Also nur deswegen hat man AlphaGo in einen Status gebracht, der so stark war, dass man ihn loslassen konnte auf einen menschlichen Opponenten. Und die Frage nach den Gefühlen? Also ich bin sicher, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich bin sicher, dass es im Bereich der Maschinenintelligenz auch Forschungsarbeit gibt, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Also es wäre, glaube ich, töricht anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Die sind aber noch in einer noch früheren Spielminute. Natürlich wird man auch versuchen, Emotionen zu beschreiben, zu definieren. Was heißt das eigentlich, Emotionen im menschlichen Kontext, und wie könnte man das in Algorithmen, in Modelle überführen, auf die man dann auch Maschinen loslassen könnte? Das ist aber, glaube ich, noch in einer viel früheren Entwicklungsminute. Und diese Befürchtung, die jetzt aus der Kombination
aller dieser Elemente kommen, also ein Mechanismus, der faktisch unlimitiert speichern kann, der faktisch unlimitiert schnell und intensiv rechnen kann, ein Mechanismus, der eine künstliche Non-Emotionalität hat, der sagt, ich bin risikoreich, ich muss mich nicht schämen, der skrupellos ist und dennoch an eine Maschine angeschlossen ist, ein Stück physische Hardware, die irgendwas ausführen kann, was für irgendeinen Menschen möglicherweise gefährlich sein könnte. Da kann man natürlich wunderbare Horrorszenarien ausführen. Und das haben wir vor 25 Jahren gesehen in Hollywood, genau die diese Gedankenspiele vorweggezogen haben. Und ich glaube, davon sind wir auch zum Glück weit entfernt. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Das ist übrigens Herr Röhrbein, der nachher mit auf dem Podium sitzen wird und der sich wunderbar auskennt in der Robotik. Ja, danke. Ich wollte zumindest eine Teilantwort beisteuern zu Ihrer Frage. Und die ist aus meiner Sicht, ja, das haben wir schon ganz lange. Es gibt Konferenzen zu diesem Thema, das ist also so gesehen ein alter Hut. Man muss ja nur ein bisschen unterscheiden zwischen künstlichen Systemen, die Emotionen berechnen. Und das können sie wunderbar. Das ist also nicht weiter schwierig. Die andere Frage ist, künstliche Systeme zu haben, die sich ihrer Emotionen bewusst sind. Und das ist halt terra incognita und vielleicht werden wir das auch nie wissen. Ja, aber da ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Und also so gesehen ist es nichts Besonderes, wenn künstliche Systeme Emotionen haben. Das Zweite, ja gut, vielleicht werden wir das nie wissen. Also so wenig wie, weil wir einfach alle nur selber Zugang haben zu unserem eigenen Bewusstsein. Ja, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ich erstelle das sehr gerne, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass Sie bei Bewusstsein sind. Sie führen alle, das ist ein ernster Punkt, Sie führen alle, Sie verhalten sich so, ja, wie eben eine mit Bewusstsein, aber dieses Extra, dass Sie sich all dessen bewusst sind, kann ich empirisch und auch kein anderer Mensch belegen, weil wir eben immer nur Zugang haben zu unserem eigenen Bewusstsein. Natürlich gibt es gute Argumente zu sagen, dass wir von der gleichen Spezies sind und so weiter, aber es sind halt sehr indirekte Argumentation und das wirft nur ein Licht darauf, wie schwierig es ist, diese Frage für künstliche Systeme zu beantworten. Es gibt einen Film, der eine Antwort also aus dem fiktiven Bereich darauf gibt. Haben Sie Her gesehen? Mhm. So ein Spike Jonze. Wer hat ihn gesehen? Erheben wir mal die Hand. Okay, da ist es nämlich tatsächlich so, dass es ein Operating System gibt, ein Betriebssystem von einem Handy und die Hauptfigur Joaquin Phoenix verliebt sich in dieses Betriebssystem und dieses Betriebssystem verliebt sich in ihn. Also da ist praktisch ein wirklich sehr schöner philosophischer Liebesfilm entstanden, natürlich aus Hollywood, also nicht im Bereich des Realen. Aber allein die Stimme von Scarlett Johansson als dieses Betriebssystem lohnt diesen Film unglaublich. Haben wir noch Fragen? Herr Gottberg nochmal. Wissen Sie was? Wir nehmen erstmal einen jungen Mann hier, Sie waren schon dran. Eine Maschine hätte das jetzt sofort schneller gesehen wahrscheinlich. Ja, danke. Mit der Interaktion mit Computern von Menschen, waren in den letzten Jahren ja immer so die populären Sachen, die hochgekommen sind, wie Siri oder Google Now oder Alexa, das hinter ihnen steht. Mhm. Jetzt in kürzerer Zeit ist ja aufgekommen mit Slackboard oder dem Facebook-Chat oder eher kürzlich mit Google Hello, dass man über Schrift, dass man mit einem, also nicht durch Sprache, sondern halt durch Schreiben dann so interagiert. Also man hat eigentlich einen Chat offen mit, jetzt zum Beispiel mit Alexa, statt dass man was fragt. Wieso entwickelt sich das jetzt so im Nachhinein eher in die Richtung, wieso war es nicht umgekehrt oder wieso, also können Sie irgendwas dazu sagen? Also vielleicht ganz allgemein zum Thema Mensch- und Maschine-Interaktion. Die Mensch-Maschine-Interaktion ist eigentlich seit 60 Jahren ziemlich stehen geblieben, wenn Sie sich überlegen, wie die Eingabemethoden und die Kommunikationsmethoden sind. Ich sehe einen Bildschirm am Anfang, so wie wir vorhin gesehen haben, so ein riesiger Röhrenkasten und die Tastatur. Die Tastatur finde ich eigentlich das eingängigste Beispiel von einer bisher unglaublich schlechten Mensch-Maschine-Interaktion. Die Tastatur und das Layout der Tastatur hat sich seit 150 Jahren, seit dem Erfinden der Schreibmaschine, exakt nicht weiterentwickelt. Da sind jetzt vielleicht noch ein paar Zusatztasten dazugekommen, wie ein Apple-Zeichen oder ein Windows-Zeichen. Aber das Grundlayout, QWERTY oder QWERTZ in Europa, ist fast gleich geblieben. Und da hat sich wenig verändert. Und mit der Entwicklung von intelligenten Mechanismen, und dafür brauchte man erstmal sehr große Rechenleistung, sehr große Rechenkapazität,
aber auch die Weiterentwicklung in der Forschung, die es ermöglicht, jetzt vielleicht mit Bildern zu suchen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bei der Google-Bildersuche können Sie nicht nur suchen, indem Sie einen Text eingeben und sagen, ich suche nach einem Bild von einem Hund, sondern Sie können auch ein Bild an Google-Bildersuche hochladen und Google sucht dann nach Instanzen dieses Bildes im Internet, so etwas wie eine Rückwärtssuche für Bilder. Das ist eine Art von neuer Art von Interaktion. Die schon angesprochene Sprachsuche hat sich dramatisch weiterentwickelt. Also die ersten Gehversuche von Google waren durch einen Telefondienst, den wir in Amerika gestartet haben. In Amerika kann man unter der Telefonnummer 411 das anrufen, was man hier unter der Auskunft versteht, ein kostenpflichtiger Dienst. Und wir haben einen Dienst Google 411 vor ungefähr 10 Jahren ins Leben gerufen und haben auf ganz, ganz einfacher Basis, und damals hat das furchtbar schlecht funktioniert, eine Art Sprachsuche durchgeführt. Und dieses Modell, da haben also viele Leute angerufen, weil die Auskunft natürlich kostenpflichtig ist, und unser Dienst hat qualitativ schlechtere Ergebnisse geliefert und es waren auch nicht mehr Ergebnisse zu bekommen, aber man hat die Ergebnisse kostenlos bekommen. Also man hat eine Telefonnummer anrufen können, die kostenlos war und hat trotzdem eine Auskunft über das Pizza-Restaurant in meiner Stadt gefunden. Und der Dienst war furchtbar von der Nutzererfahrung, weil man mit einem Automaten gesprochen hat. Das war also ganz furchtbar. Hat uns aber geholfen. Den haben wir nach 1 oder 2 Jahren wieder eingestellt. Nicht deswegen, weil der Dienst so schlecht war, sondern weil wir ein Grundmodell hatten an Trainings, Sprachsamples, die wir nutzen konnten, um ein größeres Modell für die automatische Spracherkennung zu füttern, mit Sprachsamples aus allen Altersschichten, allen Geschlechtern, 2 davon, nach Definition von vielen anderen sozialen Suchmedien gibt es wahrscheinlich viel mehr Geschlechter, aber wir blieben damals bei 2 Geschlechtern, also mit allen Dialekten, in allen Altersgruppen, in allen ethnischen Schichten, sodass man viele, viele Sprachmodelle bekommen hat, die in der Lage waren, unsere Sprachsuche zu trainieren und als Basis zu dienen, die man sonst vielleicht gar nicht bekommen hätte. Und darauf aufbauend sind Technologien entstanden, wie die Sprachsuche, die mittlerweile wunderbar funktioniert. Man kann also mit seinem Telefon sprechen, das verbunden mit der Analyse von Sprachen selber, also von Sprachbäumen, so nennt sich das in der Sprachtheorie, wie ich eine Sprache so strukturiert analysieren kann, dass ich auf einmal Übersetzung viel genauer machen kann. Wenn man das kombiniert, hat man das, was Douglas Adams im Hitchhiker's Guide to the Galaxy beschrieben hat, mit dem Babelfisch, ein Gerät, was ich mir ans Ohr halten kann und jede Sprache in jeder Welt in jede andere Sprache übersetzen kann. Das war vor 30 Jahren absolut Science Fiction. Heute ist es Realität mit dem Mobiltelefon. Ich habe gerade gestern auf Kickstarter eine Kampagne gesehen, dass jemand jetzt so eine Art Hörgerät entwickelt, das man sich ins Ohr stecken kann. Also da ist man dann noch näher dran am Babelfisch. Und viele der Dinge, die vor 20 Jahren Science Fiction waren, sind heute Realität. Und also ich persönlich hoffe nur, dass einige der düsteren Szenarien vor 20 Jahren nicht in 30 Jahren auch Realität werden. Ich habe ja noch ein paar Sachen für uns mitgebracht, die Sie uns zeigen wollen, was noch so kommen könnte, oder? Ja, oder was wir auch schon machen in dem Bereich, ja. Was wir auch schon genau machen. Also wir können jetzt nochmal einfach 10 Minuten von ihm, von Herrn Redmer hören, einen Vortrag und können ein bisschen den Deckel anheben, was gerade in der Mache ist. Und danach machen wir noch eine kurze Fragerunde. Herr Gottberg, darf ich Sie vertrösten bis dahin? Prima. Perfekt, dann gehe ich mal wieder hoch. Also wenn wir Google-Produkte entwickeln, ist das unser Mantra. Wir wollen weniger in Richtung Politik gehen. Wenn wir Entscheidungen fällen, warum ein Produkt jetzt so oder so ausgestaltet werden soll, warum ein Knopf grün oder gelb oder groß oder klein sein soll, dann wird es weniger entschieden in Sitzungen, wo man die Arme hebt und sagt, ich finde aber gelb schöner oder ich finde große Knöpfe schöner, sondern wir machen das mit Daten. Aber Daten sind für sich selber genommen nichts wert. Machine Learning is the new big data, habe ich hier an die Wand geschmissen. Wir glauben, dass Daten alleine gar keinen Wert haben. Also man könnte ein Gedankenexperiment vollziehen, indem man sagt, wenn man Google alle seiner Daten beraubt, wir haben eine ganze Menge Informationen durch die Nutzung unserer Dienste, wenn man uns all unserer Daten berauben würde, würden wir als Firma sicherlich überleben können. Wenn man uns aber all unserer Engineers berauben würde, die aus diesen Daten Insight heraus extrahieren können, indem sie Modelle aufbauen, Algorithmen bauen, die in der Lage sind, aus den Daten Wert zu schaffen, die in der Lage sind, neue Produkte zu entwickeln und irgendwann vielleicht sogar den letzten Königsweg vollziehen, dass man aus dem Insight sogar Wissen extrahieren kann. Also wie in einem Expertensystem, an das ich eine Menge von Fakten heranfüttere und eine Menge von Regeln, also zum Beispiel die Menge von Fakten, Dolly ist ein Pferd und Hugo ist ein Hund,
Und jeder Hund, das sind vielleicht zwei Fakten, und wenn man eine Regel hätte, jeder Hund ist ein Tier, dann kann man die transitive Ableitung, so nennt sich das, schließen, wenn jeder Hund ein Tier ist, dann muss Hugo auch ein Tier sein. Und so kann man aus einem Expertensystem mit einer Menge von Fakten und einer Menge von Regeln neue Fakten heraus ableiten, dafür braucht man Rechenleistung, und gegebenenfalls kann man sogar aus diesen Regeln und Fakten neue Regeln erkennen. Das ist so der erste Anfang von Maschinenlernen, der aber mit den heutigen Definitionen von Maschinenlernen schon gar nicht mehr so viel, furchtbar viel zu tun hat, weil er als relativ trivial abgetreten wird. Und dafür braucht man wahrscheinlich auch eine ganze Menge neuer Jobs und neuer Skills, die es gilt, in der Ausbildung von Schülern, in der Ausbildung von Studenten auch mit einzubringen. Wenn Sie in die 70er Jahre schauen, dann waren das so die sexy Jobs, Piloten. 20 Jahre später war der sexy Job vielleicht Schönheitschirurg, und ab 2015 spätestens ist das der neue sexy Job. Also die Datenanalysten, die Scientists, die große Datenmengen extrahieren, analysieren, bewerten und modellieren können, das sind die neuen sexy Jobs. Deswegen müsste man überlegen, dass man in der Ausbildung genau da ansetzt, dass also Programmieren, Coden die zweite Fremdsprache wird, vielleicht sogar die erste Fremdsprache, wenn man die Studenten da in die richtige Richtung bringen möchte. Wie sieht das bei Google aus? Machine Learning ist jetzt schon in ganz vielen Google-Projekten mit eingebaut und ist auch in unseren Kernprodukten wie der Suche ein elementarer Bestandteil, mit dem wir versuchen, unsere Produkte noch relevanter, noch objektiver und noch besser für den Endnutzer zu machen. Zum Beispiel in Google Fotos oder in dem Index. Also wir versuchen zum Beispiel mit Machine Learning-Mechanismen Spam zu erkennen im Index. Also Webseiten, die versuchen, den Index zu überfüllen mit Inhalten, die für den Endnutzer nicht relevant sind. Wir nutzen es auch bei der Erkennung von illegalen Inhalten auf verschiedenen Plattformen. Also wir schützen uns damit auch selber, ein Produkt zu entwickeln, das möglichst relevant ist. Oder das, was wir mit Google Translate machen. Man hat mittlerweile eine neue Funktion, mit der man ein Bild mit seinem Telefon machen kann, vielleicht in diesem Beispiel von einem Verkehrsschild, und automatisiert dieses Bild übersetzen kann in eine Sprache, die man selber nicht spricht. Also das ist die nächste Stufe der textuellen Übersetzung von Text 1 in eine neue Sprache, wo man hier on the fly mit dem Telefon durch die Gegend gehen kann und automatisiert Dinge übersetzen kann. Oder Google Fotos ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir haben jetzt mit Machine Learning Technologien es geschafft, die Fotos der Nutzer, sofern die Nutzer das anschalten und entsprechend erlauben, dass die Fotos automatisiert durch Suchmaschinenalgorithmen geschickt werden, die Fotos klassifizieren. Das heißt, Google Fotos erkennt, dass es im unteren linken Bild sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Hund handelt und dass da oben eine Person zu sehen ist, dass es bei bestimmten Sachen um Dinge geht, die erkannt werden können. Und jetzt kann man das nutzen, um diese automatisierten Tags in die Suchen in dem Produkt mit einzubinden. Ein Beispiel, ich kann damit jetzt zum Beispiel, das ist ein Teil meiner persönlichen Bilderdatenbank, ich kann jetzt zum Beispiel nach meiner Tochter Liv suchen in einem Kostüm. Und jetzt werden alle Bilder angezeigt, wo meine Tochter Liv in einem Kostüm, in einer Verkleidung abgebildet ist, ohne dass ich vorher irgendeines dieser Fotos angefasst habe und gesagt habe, dieses Foto ist ein Foto von meiner Tochter Liv, oder dieses Foto zeigt eine Verkleidung. Das System kann also automatisiert solche Suchen durchführen. Oder mein Sohn Lux, der beim Windsurfen gezeigt werden soll. Oder ich kann nach Halloween suchen. Und da helfen natürlich verschiedene Triggers. Halloween hat ein bestimmtes Datum. Also Fotos, die an einem bestimmten Datum, dem 31. Oktober, aufgenommen worden sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Halloween-Foto zeigt. Fotos, die Blut und am Halloween-Tag aufgenommen werden, haben noch höhere Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt es natürlich gewisse Dinge wie Vampirzähne oder Hexenkostüme, die ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, Machine Learning ist immer ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten, erhöhen. Und in diesen Bildern sind keine Kinder zu Schaden gekommen, nur dass das auch dokumentiert ist. Und wir erlauben, das ist eben schon angesprochen worden, wir arbeiten jetzt auch daran, die nächste Generation von Assistenten, einfach weil die Mechanismen so stark und so ein so hohes Potenzial bekommen haben, arbeiten wir daran, die nächste Generation von Assistenten zu entwickeln. Also ein Beispiel, was wir im letzten November gestartet haben, ist der Versuch Smart Reply.
bei Gmail. Dort bekommt man, wenn man auf eine E-Mail antwortet, vom System automatisiert vorgeschlagen, mögliche Antworten auf diese E-Mail. Also angenommen, jemand schreibt, kannst du mir mal den Report schicken? Dann kann das System vorschlagen, 3 Auswahlmöglichkeiten, mache ich, oder ich habe die Informationen nicht, oder frag doch XY. Und dann kann, wenn man das möchte, als Nutzer, kann man auf eine der Auswahlmöglichkeiten klicken und hat die E-Mail schon vorformatiert und hat schon vorformuliert und muss sich natürlich immer noch selber dafür entschließen, auf den Senden-Knopf zu drücken. Aber es hilft, die E-Mail ein Stückchen weit automatischer beantworten zu können. Verschiedene andere Firmen arbeiten jetzt daran, komplette Automatisierung durchzuführen, sodass ich vielleicht eine Art virtuellen Assistenten tatsächlich habe, an denen ich, es gibt ein Startup in Amerika, das genau diesen Mechanismus versucht auszuprobieren, sodass ich eine E-Mail schreiben kann an diese virtuelle Assistentin. Diese virtuelle Assistentin hat eine ganz normale E-Mail und der schreibe ich dann, der kann ich einen Namen geben und sage, Peter oder Maria, liebe Maria, ich brauche ein Meeting mit folgenden 4 Personen innerhalb der nächsten Woche. Und dann versucht dieser Algorithmus automatisiert in den Kalendern dieser 4 Personen einen entsprechenden Slot zu finden und gibt mir die Antwort, ich könnte das am nächsten Dienstag um 12 machen, soll ich es buchen, ja oder nein? Und dann muss ich nur noch sagen, habe ich vielleicht wieder Smart Reply, kann sagen ja oder nein. Und dann bucht dieser Automat automatisch bei meinen Kollegen diesen Kalender, so als wenn ich eine echte Assistentin angerufen habe. Und auch das zeigt, das sind positive, optimistische Beispiele davon, wie man Machine Learning, wie man künstliche Intelligenz, auch das ist auch ganz am Anfang, nutzen kann, um das Leben von hoffentlich Millionen von Nutzern ein Stückchen weit einfacher zu machen. Über AlphaGo haben wir schon ein bisschen gesprochen, deswegen skippe ich das jetzt. Ich glaube aber, dass es noch ganz, ganz viele, das haben wir eben schon kurz diskutiert, noch ganz, ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz ist. Wir sind da in der frühen Spielminute. Das Lernen von ganz kleinen Datenmengen, also heute hat Machine Learning häufig damit zu tun, dass man große Datenmengen als Muster, als Exempel einem Algorithmus vorgibt, der dann darauf versucht, Muster zu erkennen. Wenn man es schafft, das auch mit geringeren, mit kleinen Datenmengen zu schaffen, dann ist man auch wieder ein Schrittchen weiter. Das Lernen ohne die Vorgaben von menschlichen Lehrern ist auch ein wichtiges Element der Forschung. Also wie kriegt man es hin, dass man möglichst wenig Vorgaben machen muss, sodass der Algorithmus noch freier denken kann, wenn man das so möchte. Und die Modellgestaltung, die Modellentwicklung von Gedankenmodellen für das Machine Learning und künstliche Intelligenz ist sicherlich auch noch ein großer Bereich, bei dem es noch viele Verbesserungen geben kann und geben wird. Und für uns ist es wichtig, für uns als Google und Alphabet, die Holding-Firma von Google, in der Google ein Teil ist von verschiedenen Initiativen, wir arbeiten ganz häufig an offenen Ökosystemen. Das heißt, wir wollen versuchen, die Entwicklergemeinde, die Forschungsgemeinde einzuladen, mitzuwirken an solchen Möglichkeiten und jedem die Möglichkeit geben, da auch mitzumachen. Wir stellen eine unglaubliche Menge an Rechenleistung zur Verfügung und auch die Ergebnisse unserer Forschung aus dem Machine Learning Bereich werden öffentlich gemacht. Also die TensorFlow ist ein Machine Learning System, was mit Programmierschnittstellen offen zur Verfügung gestellt werden kann, sodass man als Programmierer jetzt solche Basiselemente von Software auch nutzen kann für eigene Entwicklung und für eigene Research-Projekte. Und stellen auch Speicherkapazität zur Verfügung, beziehungsweise Programmierschnittstellen, die es möglich machen, zum Beispiel Bildererkennung, die wir in verschiedenen Produkten wie Google Fotos auch einsetzen, auch für seine eigenen Projekte einzusetzen oder das automatisierte Übersetzen von Texten und anderen Dingen. Damit vielleicht der kurze Vortrag, den ich zum Ende gebracht habe. Ich freue mich auf weitere Fragen und auf die weitere Diskussion mit Ihnen. Vielen, vielen Dank. Haben Sie denn noch Fragen? Sie haben kein Mikrofon und eine Frage. Ich komme mal zu Ihnen. Mhm. Herr Bark. Genau, ich bin Werner Bark, Filmproduzent. Auf der einen Seite ist jetzt gesagt worden, die Maschinen sind noch in der ersten Spielminute so ungefähr, was die Intelligenz angeht. Auf der anderen Seite erlebe ich es aber schon so, dass man
den Maschinen ja sehr viel zutraut. Sie haben eben gesagt, oh, das hätte eine Maschine bestimmt schneller erkannt, als es darum ging, wie man jetzt hier im Raum findet. Deshalb ist meine Frage, wer kontrolliert denn die Algorithmen? Sie verlassen sich ja darauf, Sie sagen, es gibt Analytiker, was analysieren die genau? Wäre meine Frage. Und die zweite Frage, es gibt ja, Sie haben vorhin diese vorausschauenden Programme erwähnt von John Dee, es gibt aber ja zum Beispiel auch Pre-Crime-Programme, also diese Konzepte, die jetzt gerade im Zusammenhang mit Smart City entwickelt werden. Chicago ist da ganz weit vorne. In Deutschland wird es jetzt in Hamburg und in München gerade aufgebaut. Das heißt, es werden Kriminaldaten verglichen, analysiert und es werden ungefähr so die wichtigsten 200 Schwerverbrecher zusammengestellt. Die werden von der Polizei dann aufgesucht und sie werden darüber informiert, dass sie jetzt zu dieser Gruppe gehören. Und wenn sie noch irgendwas tun in diese kriminelle Richtung, dann werden sie sofort verhaftet. Es gibt demnächst einen Dokumentarfilm, der einen Fall erzählt von jemandem in Chicago, der dort hineingeraten ist und der absolut damit gar nichts zu tun hat. Mhm. Wer hat das analysiert? Wie gehen Sie auch mit solchen, sagen wir mal, Computerfehlern um, die offensichtlich ja auch vorkommen und die natürlich auch immer wieder mystifiziert werden in Filmen, aber die auch real da sind? Also wir bewegen uns ja glücklicherweise für unser Unternehmen in einer optimistischeren Welt als das, was Sie gerade skizziert haben. Und wir haben uns auch weniger mit Strafverfolgungsmechanismen zu beschäftigen, als vielmehr damit, wie wir tolle Endkonsumentenprodukte an den Markt bringen. Also die Algorithmen, die in solchen Fällen eingesetzt werden, da sind wir der falsche Adressat der Frage. Dann müssen Sie die Strafverfolgungsbehörden fragen oder die Behörden, die solche Mechanismen, solche Tools eingesetzt haben. Wir gehen ganz offensiv mit Fehlern um. Fehler machen ist ein Teil unserer Kultur. Und natürlich werden unsere Produkte nicht nur auf Herz und Nieren getestet, aber anders als bei vielen anderen Unternehmen launchen wir unsere Produkte relativ früh. Also wenn Sie an so ein neues Produkt denken wie Google Fotos, dann launchen wir das relativ früh mit der Gefahr, dass das Produkt noch Fehler enthält und dass man vielleicht bei der Suche nach Hunden auch Katzen zurückbekommt. Das sind weitaus weniger weitreichende Fehler als die Fehler, die vielleicht in diesem Fall von Ihnen beschrieben worden sind. Wir lernen aber aus diesen Fehlern und verbessern das Produkt. Und das ist bei Software natürlich ein großer Vorteil, dass man Fehler in neuen Iterationsstufen optimieren kann, die Modelle trainieren kann, die Modelle optimieren kann. Und das merken wir in allen verschiedenen Produkten, ob das jetzt ein Google Fotos ist oder ein YouTube oder ein Gmail oder andere Sachen. Unsere Produkte sind wie jedes andere Softwareprodukt nie hundertprozentig frei von Fehlern. Aber wir haben eine ganze Reihe von smarten Leuten, die eben versuchen, diese Fehler erstens zu minimieren und dann über Iterationsschritte zu optimieren. Als Filmproduzent kennen Sie natürlich einen Cliffhanger. Frau Zweig hat eine Antwort für Sie später auf dem Podium. Das war ja sehr charmant abgewendet, den Redebeitrag. Haben Sie noch Fragen? Ich gucke noch mal einmal offen in die Runde. Herr Redmer, also Sie haben noch eine? Ja, gut. Ich habe noch ein Mikrofon. Herr Brinkmann. Ich habe vor einigen Tagen in der Zeitung einen längeren Artikel gelesen, dass in China jetzt sozial erwünschtes Verhalten mit Punkten bewertet wird oder eben auch sozial unerwünschtes Verhalten. Sehen Sie da auch eine Gefahr, dass das jetzt autokratischen Systemen irgendwie in die Hände spielt? Also es ist wieder so eine spezielle China-Frage. Ich finde das ist meine persönliche Meinung, ich finde ein solches System, also für die es nicht kennen, also die chinesische Regierung hat überlegt, eine Art Punktesystem einzuführen, sodass soziales Verhalten in sozialen Netzwerken, in Strafverfolgungsdatenbanken und vielen, vielen anderen mehr bewertet wird und dass jeder Mitbürger eine Art Social Score bekommt. Finde ich persönlich eine unfassbare, unmögliche und höchstgradig bedenkliche Vorstellung. Also Schufa, Addicts Best, Schufa on Steroids. Finde ich hochgradig bedenklich. Ich kann mir sowas in einem demokratischen Staat nicht so richtig gut vorstellen. Aber die Zeit wird auch zeigen, wie demokratische Regierung und wie die Weltgemeinschaft selber mit solchen Themen umgeht. Es gibt garantiert viele wichtige Fragen, auch einige ethische Fragen, wie man mit Technologie umgeht. Und das ist aber nichts Neues für den Bereich künstliche Intelligenz. Das haben wir im Bereich der Medizintechnik schon erlebt. Das erleben wir immer wieder, auch im Bereich der Nuklearforschung. Also es gibt viele Dinge, die technisch möglich sind. Die Frage ist, wie kann man sinnvoll dort regulieren, wo es zu regulieren gilt. Und wo kann man aber auch gleichzeitig der Versuchung nachgeben, frühzeitig zu über,
regulieren, bevor Innovationen entstehen können. Also das, was Sie beschreiben, ist eine furchtbare Ausprägung dessen, was technologisch möglicherweise machbar ist. Da wird man regulieren müssen und hoffentlich haben da in der Weltgemeinschaft, jetzt vielleicht nicht den Politiker-Meme, aber haben da in der Weltgemeinschaft die demokratischen Grundordnungen eher die Überhand als das, was in einem autokratischen System möglich ist. Ich hole mal Ihre beiden Fragen gleichzeitig ab. Das sind die letzten beiden und ich komme mal zu Dominik Leutert. Ja, hallo. Genau zur Politik. Also ich finde so, macht ihr irgendwie Annäherungen da auf Ebene der Politik bezüglich KI? Weil ich finde, das ist so ein Thema, das so in der Politik so ziemlich überflogen wird oder gar nicht angeguckt. Und ich finde, die Bevölkerung soll da ein bisschen sensibilisiert werden. Und momentan finde ich das nur so in der Privatwirtschaft, ebenso wie Google, da Sachen vollzogen werden und ob da irgendwas von euch eine Annäherung kommt auf der Politikebene. Also wir sind für ganz viele Produktbereiche in sehr intensiver Diskussion mit verschiedenen politischen Institutionen und politischen Vertretern. Also ein wunderbares Beispiel ist das Thema der selbstfahrenden Autos, wo man natürlich auch verschiedene Elemente von Maschinenlernen, von künstlicher Intelligenz und aber auch irgendwann von ethischen Fragestellungen und möglichen Regulationsbedarf in einen Topf werfen muss. Und da sind wir zum Beispiel mit dem Verkehrsministerium in sehr intensivem Austausch, was unsere Vorstellung einer der Technologie betrifft, was die Rahmenbedingungen in Deutschland und in Europa für das zur Verfügung stellen von Rahmenbedingungen betrifft, wie man Fahrzeuge automatisiert fahren lassen kann. Das Gleiche findet statt in ganz vielen anderen Produktbereichen. Also da gibt es einen sehr intensiven Austausch. Dafür haben wir spezielle Teams innerhalb von Google, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch weltweit, die diesen Austausch pflegen und die auch erläutern in Richtung Politik, an welchen Sachen wir forschen, an welchen Sachen, wie wir Dinge weiterdenken, damit das Verständnis dort ist. Denn ich finde, das Gefährlichste, was man haben kann, ist nicht nur ein Medienphänomen oder nicht nur ein Politikphänomen, das Gefährlichste, was man haben kann, ist 50% Wissen. Wenn man sich dann nämlich die restlichen 50% zusammendenkt und möglicherweise Horrorszenarien entwickelt, dann kann daraus ein ziemlich toxischer Cocktail entstehen, der politisch zu den falschen regularischen Vorgängen führen kann und der in den Medien dazu führen kann, dass falsche Nachrichten in noch mehr Köpfe kommen können. Also deswegen ist auch ein Teil der Aufgabe von vielen Teams innerhalb von Google, genau diese Aufklärungsarbeit zu leisten und den Kontakt zu suchen. Ganz kurz, da ich auch Medienprofessor bin und insofern viel mit Studenten rede, kommt dort immer wieder der Vorbehalt, na Google, die sammeln ja Daten, verkaufen die. Und jetzt habe ich eine konkrete Frage an Sie. Was ist mit Google Heals? Das sind ja Krankendaten und Sie haben sich aus dem Bereich zurückgezogen. Warum? Google Health war ein Projekt, bei dem wir die Idee hatten, dass Patienten ihre Informationen, ihre Gesundheitsdaten in eine Datenbank hochladen können, um dann diese Informationen, erstmal sind die nur für den einzelnen Patienten sichtbar gewesen natürlich, um dann diese Informationen in bestimmten Situationen mit Ärzten teilen konnten. Also angenommen, Sie haben einen Skiunfall gehabt, haben sich das Bein gebrochen und bei dem Arzt im Skiurlaub ist eine Röntgenaufnahme angefertigt worden, dann hätten Sie als Patient in diesem Tool die Röntgenaufnahme vom Arzt hochladen lassen können in Ihre Datenbank, sodass Sie das Röntgenbild jederzeit sehen können. Und jetzt fahren Sie nach Hause, nach Berlin und haben eine Nachuntersuchung und der Arzt sagt, Mensch, haben Sie nicht die Röntgenbilder dabei? Und dann sagen Sie, ich kann Ihnen mal Zugriff geben auf mein Röntgenbild und zwar nur auf das Röntgenbild. Und dann können Sie das Röntgenbild in meiner Datenbank gleich einsehen, sodass der Patient mehr Informationen an einer Stelle zur Verfügung stellt. Das ist erstmal eine tolle Idee. Natürlich unglaublich viele Fragen, wie sicher ist das, wer kann meine Daten einsehen? Das hat alles gut funktioniert. Das, was nicht gut funktioniert hat, war das, was wir den Zahnbürstentest nennen. Also wir haben bei vielen Produkten, bei den Produktmanagern immer die Frage, wird dein Produkt, deine Idee den Zahnbürstentest bestehen? Und der Zahnbürstentest sagt, ist das Produkt eigentlich so sticky und so interessant, dass ich das mehrmals am Tag benutzen möchte, wie hoffentlich meine Zahnbürste. Und Google Health war ganz sicher, also Google Health ist ein Produkt, was wir vor dem Zahnbürstentest erfunden haben, sonst hätte es vielleicht die Schwelle nicht gemacht. Es war unfassbar schwierig,
die verschiedenen großen Kliniken in Amerika, das war ein Projekt, was auf Amerika vorerst begrenzt war, an dieses System anzuschließen, weil die Überführung von Mainframe-Technologie, die in den vielen großen Kliniken noch vorhanden war, an die neue Technik, also man hat Schwierigkeiten gehabt, zum Beispiel Daten aus den alten Systemen zu exportieren, um sie an eine solche Datenbank heranzufügen. Das hat die Idee fanden alle toll, aber die Umsetzung war katastrophal langsam und hat dazu geführt, dass eben viel zu wenig Nutzer das System genutzt haben und jemand, der sich zweimal am Tag mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und seine eigenen Patientendaten abrufen will, der hat wahrscheinlich auch ein besonderes Problem. Und so hat das Produkt über die Zeit halt nicht die Nutzung gesehen, die wir bei vielen anderen Produkten sehen wollten.